Das kleine Städtchen Rodez liegt zwischen Lyon und Toulouse. Ende Mai wird hier ein ehrgeiziges Projekt eingeweiht, das Solange-Museum in zeitgenössischer Architektur für die 500 Werke, die Pierre Solange seiner Heimatstadt vermacht hat. Der Museumsbau von den Konservativen beschlossen und vom sozialistischen Bürgermeister umgesetzt. Als die Entscheidung fiel, gab es sowohl im rechten als auch im linken Lager Befürworter und Gegner des Projekts. Man kann also nicht sagen, dass die einen für und die anderen gegen den Bau waren. Wir haben es weitergeführt, weil wir es den Bürgern schuldig waren. Doch jetzt kommt Kritik von der konservativen Opposition. Vor allem die Anlagen rings um das Museum missfallen dem konservativen Kandidaten für das Bürgermeisteramt. Ursprünglich war geplant, die herrliche alte Esplanade zu bewahren. Sie hätte in einem harmonischen Übergang direkt ins Stadtzentrum geführt. Aber diese Einheit wurde durch das Projekt eines anderen Architekten zerstört. Ein Multiplex-Kino, das das Museum um 3 Meter überragt und die architektonische Einheit zerstört. Der Bürgermeister bestreitet das. Er habe den Platz respektiert und sich beispielsweise gegen das Kongresszentrum entschieden. Eins der 4 Projekte der Konservativen für diesen Standort. Während die Sozialisten mit dem Museumsbau Wahlkampf machen, werfen ihnen die Konservativen vor, die Stadt nicht auf den bevorstehenden Besucherstrom vorbereitet zu haben. Rund um das Museum werden wirtschaftliche Aktivitäten entstehen. Das wird sich positiv auf die Beschäftigung und die Kaufkraft auswirken. Heute übernachten im Jahr 11 Millionen Touristen in unserer Region, aber davon nur 2% in Rodez. Man kann doch nicht im Ernst glauben, dass nur weil ein Museum eröffnet wird, massenhaft Busse mit japanischen Touristen kommen. Der Betrieb des Museums wird von der Region finanziert. Der Direktor wird vor der Herausforderung stehen, ein internationales Programm durchzusetzen und sich nicht von lokalen Interessen vereinnehmen zu lassen. Man muss sein Gebiet verteidigen, egal wer regiert. Wir setzen hier auf Kultur, Freizeitgestaltungen, gibt es woanders. Doch besonders in der Lokalpolitik haben die Bürger ein Wörtchen mitzureden. Obwohl der heute international renommierte Künstler Pierre Solange einer der ihren ist, spaltet sein Museum die Gemeinde doch eindeutig in 2 Lager. Für mich ist das ein Schrotthändler. Am Anfang dachte ich wirklich, da kommt einer, der Schrott sammelt. Das ist perfekt für unsere Stadt. Es wird uns Touristen bringen, das ist sehr gut.